So. Nee. So. Servus, liebe Wandern, Outdoor- und Buschkraft-Freunde. Schön, dass ihr eingeschaltet habt im winterlichen Schneewald. Ich habe hier den Sven von Amazonas dabei. Ja, und wir talken heute mal ein bisschen über Hängematten. Aber nicht einfach über Hängematten, sondern mehr um das Thema Hängematte im Winter, richtig? Genau, bei perfekten Bedingungen. So wie heute. Genau. Der Wind ist recht frisch und ja, die Frage kam dann einfach so auf, wie schützt man sich denn tatsächlich im Winter gegen Kälte in Hängematte, ist bekannt. Underkilt? Da muss man natürlich drauf achten, dass man sich vielleicht auch dementsprechend bei der Platzwahl schon überlegt, wo habe ich ein bisschen Windschutz, eben gerade so wie hier hinten, wenn so eine Dickung ist, die schon mal den Wind bremst. Genau, weil doch von der Seite hier ist ein bisschen weniger Wald, da kommt schon ganz schön fett her. Ja. Also gut, es ist ja beim Bodensetup auch nicht wesentlich anders, ne? Sich da ein bisschen vom Wind zu schützen. Was mir jetzt so Sorgen macht, ist eigentlich bei der Hängematte eher das von unten. Also ich kenne es ja vom Sommer und ich habe auch selber im Spätherbst, da war es sehr kalt im Bayerischen Wald, in der Hängematte übernachtet. Und doch habe ich gemerkt, wenn die Isomatte ist halt verrutscht, ja, ich habe die Thermarest dabei, dass halt doch so recht zugig dann an der Seite war und so weiter. Und der Schlafsack wird ja auch platt gedrückt. Genau. Ist der Underkilt dann in dem Fall die absolute Nonplusultra-Lösung? Das ist auf jeden Fall unerlässlich, also bei den Temperaturen wie jetzt. Also eigentlich so ab spätestens 5 Grad, würde ich meinen. Je nachdem, wie empfindlich man da auch ist, muss ein Underkilt auf jeden Fall sein. Ja. Eben genau diese Problemzonen, die du halt seitlich hast. Also Kältebrücken vermeiden damit. Genau. Und mit einem Underkilt hast du natürlich den Vorteil, dass es dein Schlafsack eben gerade an diesen kritischen Stellen halt eben auch nochmal aufdoppelt. Ja. Also da hast du ja nochmal eine zusätzliche Isolierung und Windschutz. Wie ist das jetzt, deine Erfahrung? Maximal Minusgrad, was kannst du sagen, wo geht's dir gut? Und gut, dann kommt es ja auch noch den Schlafsack wahrscheinlich drauf an. Ne? Sagen wir mal, gehen wir mal von Defense 4 aus. Ist halt nun mal der, wo die meisten haben. Ja. und ohne Inlet, wie viel Grad würdest du so über den Daumen, ja, jeder Mensch ist anders, aber was würdest du sagen, okay, das empfehle ich? Naja, also ich habe kein Defense 4, weiß deswegen nicht, was der kann oder nicht. mit meinem ordinären Freizeit-Mountain-Equipment-Schlafsack waren die kältesten Nächte irgendwo bei minus 15 bis minus 20. Doch? Ja. Oh, Respekt. Und wie ist die Komfortzone bei dem, wo du hast? Der hat, also am Boden habe ich den auch schon bis 20, 23 Grad minus im Einsatz gehabt, halt mit einer dementsprechend fetten Isomatte. Ja. Also bei einem Schlafsack wusste ich einfach, da fehlt sich nichts. Also das ist der von Haus aus schon mal ein bisschen... Das ist schon ein ordentlicher Winterschlafsack, Okay. Ja, Defense 4 hast du dann keine Erfahrung jetzt, oder? Nee. Als so Standard-Schlafsack. Sagen wir mal, der Schlafsack geht jetzt bis minus 10 Grad Komfortzone. Das sollte mit einem Underkilt hinhauen, oder? Nur mit dem Underkilt haut es nicht mehr hin. Ah, Isomatte noch. Genau, also es kommt jetzt immer drauf an. Es gibt natürlich zig verschiedene Varianten. Ist ja jetzt inzwischen auch kein Riesengeheimnis mehr, dass ich für Amazonas arbeite. Das heißt, unser Amazonas Underkilt ist definitiv nicht für so kalte Temperaturen. Also der ist tatsächlich eher für so Temperaturen wie jetzt. Da ist es ja tatsächlich gar nicht so kalt, es ist um die 0 Grad. Sowas. Dafür ist er okay, es ist eine Kunstfaser. Ja. Was eben auch meiner Meinung nach einfach den Vorteil hat, jetzt ist zwar super schöner Pulverschnee, letzter Winter war nur Schlamm. Da finde ich es einfach deutlich unempfindlicher. Da hängt es ja exponiert. Ja. Aber was man ganz klar sagen muss, wenn es jetzt wirklich weit in die Minusgrade geht, trockener Frost, dann gibt es da natürlich auch von diversen Herstellern sehr gute Down- und Underkills. Und die gibt es natürlich für jede Temperaturklasse. Ach so, das ist dann also, ich bin da nicht so erfahren, das ist jetzt wie quasi mit dem Schlafsack, wo man sich halt eben verschiedene Komfortlimits oder so genau, gibt es natürlich auch für verschiedene Temperaturstufen. Was ich aber eben gerne mache, ist eben den Underkilt mit einer Isomatte kombinieren. Was für mich einfach den Vorteil hat, dass ich eben Worst Case, wenn es jetzt tatsächlich gar keine Möglichkeit gibt oder richtig schlimmes Wetter wird, habe ich zur Not auch eine Isomatte für den Boden. Also, dass du dann von der Hängematte eigentlich auf dem Boden dich Also gerade im Winter finde ich es eigentlich relativ wichtig, wenn jetzt irgendwas passiert oder du kommst in irgendeine Region, wo du halt wirklich keine Möglichkeit hast, irgendwie eine Hängematte aufzuhängen, dann finde ich, ist es schon schlau, wenn man halt im Winter einen Notfall-Backup Setup hat. Okay. Ja. Kannst du sagen, es wäre vielleicht auch gar nicht verkehrt, Hängematte ist ja dann doch offen, ist ja klar. Mhm. Moskitonetz kann man ja noch mit dran machen, das bringt vielleicht +2 oder 1 Grad, weiß ich nicht. Wenn der Wind durchpfeift, je nachdem. Zwei Fragen.
Könntest du dir vorstellen, einen Biwaksack nochmal über den Schlafsack zu machen? Das bringt dann auch nochmal einen Vorteil, oder? Wenn man in der Hängematte drin ist. Habe ich jetzt mit Underkilt noch nie gebraucht. Also der Underkilt ist ja eben ist eine nadellose Außenhülle. Ja. Also der blockt den Wind eigentlich ziemlich gut. Was ich schon habe, dieser Daunenschlafsack, den ich habe, der Mountain Equipment, hat eine Beschichtung. Also das ist schon so ein Biwak-Schlafsack, der eben bedingt auch wasserfest und vor allem halt windfest ist. Bitte. Ja. Genau, also das macht schon Sinn, dass man da eben halbwegs vernünftig was drüber hat. Ja, also meine Frage ist halt auch noch, hat man einen gewissen Vorteil im Winter, dass man vom Boden weg ist jetzt? Oder ist es eigentlich Jacke wie Hose, sage ich mal, im Schnee oder so? Weil ich weiß es ja, im Sommer ist es schon angenehm, dass wenn man vom Boden weg ist mit der Hängematte. Ich habe sehr gut geschlafen in der Amazonas. Ist immer sowieso bei dem Thema, das ist egal, dann kann ich es auch sagen. Also ihr habt das Video eh gesehen, dann wahrscheinlich. Ich raschel noch ein bisschen mit meinem Tee, dann ja, versteht die keiner was. Genau. Ausgeblendet. Naja, es ist ja so. Ich habe eine Amazonas und habe gut drin geschlafen, weil wegen dem querliegenden System. Brasilianisch, richtig? Diagonal, genau. Genau. Ist halt schon was anderes als wie bei einer einfachen, wo man halt da drin liegt, wie so eine aufgehängte Wurst zum Trocknen. Ja. Oh, herrlich. Super. War schon toll. Ja, also hat natürlich einen Vorteil, wenn es klatschnass ist und wenn die Bodengegebenheiten nicht so gut sind, schräg ist am Berg und so weiter und so weiter. Aber hat man jetzt definitiv bei so einem Platz hier jetzt einen Vorteil, wenn man in der Hängematte schläft, oder ist das einfach so Liebhabersache? Das ist, finde ich, tatsächlich eher eine Liebhabersache. Also auch wenn die Hardcore-Hängematten-User mich jetzt wahrscheinlich verfluchen, würde sogar ich als Mensch, der für eine Hängemattenfirma arbeitet, sagen, schneller und einfacher ist, du schmeißt einen Biwaksack in den Schnee. Ja, das ist einfach so. Das ist halt meine momentan gängigste Art. Genau, also das ist tatsächlich die schnellste Variante. Wenn man das Hängematten-Campen kennt, dann weiß man das zu schätzen. Ne? Also du hast natürlich auch eine Reihe von Vorteilen gegenüber dem Biwaksack. Du hast einfach mehr Platz unter dem Tarp. Ja, das stimmt. Du hast natürlich deutlich mehr Komfort. Und es geht schon auch im Winter. Ne? Und es ist schon so, dass du eben, wie du sagst, bei schlechtem Untergrund, bei schrägem Untergrund, wenn du jetzt nicht den traumhaften Pulverschnee hast, sondern dass dann das Tauen anfängt, ja, wo du mit deinem Biwaksack dann Wasser in den Pfützen dann genau rumkrabbelst, da ist die Hängematte natürlich super. Also, ja, es ist immer so, also ich sehe es selber, wenn ich meinen Rucksack packe, ich habe das dann die Hängematte in der Hand und denke, ah, das wäre schon jetzt, aber ich weiß nicht so recht. Und da, also am besten, wenn man es tragen könnte, wäre man beides mitnehmen, oder? Einfach beides. Ja, gut. Genau, also wie gesagt, die Möglichkeit, bedingt zu kombinieren, hast du ja trotzdem. Wenn du eben sagst, okay, ich nehme eine Isomatte mit. Ja. Wir haben ja diesen Poncho Underkilt. Das ist auch so ein Ding, wo man eben zum Beispiel sagen kann, anstatt einer zusätzlichen Fleecejacke, nehme ich den mit. Dann habe ich auch nicht wirklich mehr Gewicht. Der hat eine Kapuze? Der hat keine Kapuze. Mütze habe ich eh dabei. Das ist auch noch Hängematten speziell. Okay. Vielleicht später noch drauf, was so die speziellen Sachen in der Hängematte sind. Genau, also mir nur mal kurz vorweggenommen, der Sven zeigt dann natürlich ein schönes Setup noch, wie man das so machen kann. Das kommt dann im Anschluss. Genau. Vorher trinken wir aber unseren Tee noch. Dann. In aller Ruhe. Genau. Ja, kannst du sonst noch was als Tipp hier jetzt in der ersten Runde des Gespräches mitgeben? Ja, in der ersten Runde, wie gesagt, die Vielseitigkeit finde ich eben einfach einen Vorteil. Wenn man eben, das zeigen wir dann nachher, wir haben ja dieses Wing-Tarp, also dieses Schlechtwetter-Tarp, wo du die Stirnseiten eben verschließen kannst. Damit kannst du dich natürlich schon komplett einbauen. Also kannst du tatsächlich eine richtige Höhle auch bauen. Ne? Ja, cool. Du könntest sogar, wenn du dementsprechend viel Schnee hast und eine Schneeschaufel dabei, machst du dir im Prinzip deinen Graben für die Hängematte, wo du auch dein Zeug lagerst und schichtest das außen hoch und ziehst das Tarp relativ weit runter. Dann hast du natürlich einen relativ großen Raum, wo hast du kochen kannst. Ja. Genau, du hast eine totale Burg. Ja, das ist schon cool, ja. Ja, das ist es eben. Ich habe auch im Sommer, wie ich in der Hängematte war, wir hatten ja wahnsinniges Regenwetter. Ja. Und ja, die D-Tarp war halt drüber, das war schon Luxus. Ja. Also da sitzt du da chillig und genau. Das Einzige, was ich mir machen musste, war halt ein Tisch. Weil ich wollte nicht jedes Mal da am Boden rumkruscheln. Ja. Aber es ging ja aus Holz ganz gut. Und das andere, was mich ein bisschen genervt hat, und da komme ich einfach noch nicht zurecht, ist die Organisation mit dem einzelnen Gerödel dann unten drunter so. Weil das liegt ja quasi da auf der Plane. Ja. Das hat mich total genervt. Okay. Aber da gibt es bestimmt auch einige Tricks und so dafür, dass man das dann schön... Klar, es ist im Endeffekt auch eine Sache, die individuell ist und die jeder für sich auch... Ist gleich kalt? Ist gleich kalt. Mach ich mir gut. Ja, auf jeden Fall. Ja.
Genau, also ich bin eigentlich Freund davon, eine Bodenplane oder auch teilweise ein Poncho eben als Bodenplane zu nutzen. Mhm. Schmeiß meine ganzen Sachen abends in den Rucksack rein. Hab sowieso ein Drybag im Rucksack dabei, wo ein Schlafsack und alles drin ist. Okay. Da hat man dann zum Beispiel die Möglichkeit, seine Klamotten, die man anhat, noch in den Drybag zu stopfen und den einfach auf den Boden zu schmeißen oder oben an die Hängematte zu hängen. Okay, ja. Also oder eine kleine Hängematte, so aus Netz drunter. Eine Gierhängematte, genau. Also da gibt's auch. Habt ihr auch, oder im Notfall? Genau. Okay, ja. Habe ich noch gar nicht gesehen, aber ja, ich kenne das. Ach, du hast dabei? Ja, klar. Ah ja, ist ja Luxusprogramm heute. Ja, ich glaube, Sven, wir trinken unseren Tee gemütlich und chillen noch ein bisschen. Ja. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn er sein Setup aufgebaut hat und dann sagt er uns noch ein bisschen was dazu. Bleibt dran. Das ist auch was, wo ich im Winter dazu raten würde. Das System funktioniert ohne Karabiner, wenn man es kennt. Im Sommer kann ich mir das Gewicht natürlich sparen. Da wird das einfach hier durchgeschlauft und hier mit diesem Soft-Toggle dann fixiert. Im Winter ist es aber so, ich will die Möglichkeit haben, dieses Setup notfalls auch mit Handschuhen aufzubauen, wenn es jetzt halt wirklich richtig garstig ist. Und dann finde ich, ist so eine kleine, einfache Modifikation mit einem Karabiner ganz schön. Das kannst du einfach auch mit Handschuhen dann einklicken und fertig. Die Hängematte ist jetzt in dem Fall die Silk Traveler Thermo. Kläre ich kurz dazu, weil die kennen wahrscheinlich die meisten nicht. Das war ein Modell, was es früher bei Amazonas gab, sich damals nicht verkauft hat und deswegen eingestellt werden sollte. Ich fand das Ding aber eigentlich so gut, eben für diese Wintertouren, dass ich die echt unbedingt behalten wollte und zum Glück gibt es sie jetzt weiterhin. Das ist im Prinzip einfach von der normalen Thermo das stabilere Material, hat auch den Isomatten-Einschub, aber eben ohne Moskitonetz. Das heißt, ich habe mit gleichem Gewicht wie leichte Hängematte mit Moskitonetz habe ich halt eine ohne, aber mit dem stabileren Stoff. Auch da wieder die Geschichte, im Winter ist alles so ein bisschen grobmotorischer und ich bin auch noch mal mehr drauf angewiesen. Also da mache ich auch manchmal Abstriche bei diesem Ultralight-Gedanken. Da geht einfach Sicherheit vor. So, und was auf jeden Fall auch Sinn macht, ist eben eine Ridgeline. Zum einen definiert sie den Durchhang und du hast einfach super Möglichkeiten, dein Zeug aufzuhängen. Ich habe jetzt hier im Moment keine Taschen dran, habe einfach hier nur mit einem Klemmknoten kleine Karabiner. Hat eben den Vorteil, dass ich zum Beispiel eine Pouch, eine Molle-Pouch drüber hängen kann. Oder ich nutze halt gern so Netzpacksäcke, die einfach kleine Schlaufen haben. Das heißt, ich hänge mir die dazwischen, kann mir die positionieren an der Stelle, wo ich es haben will, die verrutscht nicht. Und habe da zum Beispiel die Möglichkeit, wenn es, kennt man ja, dann ist es abends nicht so wirklich kalt und wird dann halt in der Früh irgendwann nochmal eine Jacke kälter. Und da mache ich es dann eben ganz gern, dass ich oben in diesem Netzsack, den ich mir dann über die Beine schiebe, wo es nicht stört, einfach nochmal eine Verstärkungsschicht reinpacken. Einfach nochmal eine Mütze, vielleicht Handschuhe, vielleicht auch nochmal eine dünne Jacke oder sowas, eine Weste, die man dann sich nachts holen kann. So, jetzt haben wir hier das Setup soweit vorbereitet. Das ist eben der Underkill drunter, das ist ein Topkill drin, also ein Halbschlafsack. Hier sieht man eben schon ganz gut, weiterer Vorteil von der Ridgeline, ich kann den Topkill nochmal hochziehen. Und ihr seht ja schon, den zieht es halt an der Seite wirklich weit hoch. Also wenn ich jetzt hier unten in der Hängematte liege, geht mein Schlafsack irgendwo bis hier hoch und ich habe hier an der Seite einfach komplett aufgedoppelt. Also habe den Schlafsack und den Underkill als Isolierung und dementsprechend auch einen super Windschutz. Jetzt haben wir hier das Tarp drüber, sind hier eigentlich schon fast bombproof, es ist vorne noch offen, damit ihr irgendwie eine Möglichkeit habt, da noch reinzuschauen. Seht aber hinten schon, diese Wings machen die Stirnseiten ziemlich zu. Der Spalt ist noch offen, weil da eh der Baum steht als Windschutz und die Belüftung dann besser ist. Lässt sich auch komplett zumachen, zeigen wir euch dann gleich nochmal von außen. Ihr seht aber schon hier, ich habe ein relativ niedrig aufgebautes Tarp, damit es eben möglichst weit runter geht, damit der Windschutz gegeben ist und so. Kann man es definitiv aushalten. Wir haben jetzt das Wingtarp komplett geschlossen, auch relativ weit überlappend abgespannt. Also so kann ich wirklich fast alles an Wind abhalten. Ich hätte jetzt hier sogar noch die Möglichkeit, es etwas steiler zu spannen. Dann kommen die Dreiecksflaps noch weiter übereinander. Ich finde so eigentlich ganz gut, ein bisschen Luftzirkulation braucht, sonst haben wir Kondenswasser wie Sau, vor allem im Winter ein Problem. Aber der Schutz ist auf jeden Fall sehr, sehr hoch. Wir haben jetzt hier natürlich auch die Möglichkeit, wenn wir die Wings nicht brauchen, kann man die einfach zur Seite rollen und hier fixieren.
Dementsprechend ist es dann eben auch möglich, zum Beispiel eine Seite vom Tarp hochzuspannen, wenn man einfach noch die Aussicht genießen will und das Wetter nicht so schlecht ist. Für die Nacht ist es auf jeden Fall angenehmer, macht es zu. Das schaut extrem kleidsam aus natürlich, ja, das ist mir jetzt aber auch nicht das Wichtigste. Das ist einfach Trapper-Style, das passt schon. Genau, genau. Das ist warm. Mhm. Was man machen kann, ihr habt hier unten diese Clips, diese Bänder. Das heißt, im Camp finde ich es eigentlich sehr schön, das Ding ist lang. Das heißt, wenn du da sitzt, kann das einfach nochmal über die Knie und über die Beine. Mhm. Ist deutlich wärmer. Du kannst aber genauso diese Bänder hier zum Beispiel schließen. So, jetzt haben wir es. So ist das Ding im Prinzip kurz genug, dass ihr da einfach eine weite Hardshell-Jacke drüber ziehen könnt. Und dann einfach als Hardshell-Liner, zusätzliche Thermoschicht, ist im Notfall besser als frieren. Ja, dreh dich doch einmal im Kreise. Jawohl. Nee, ist doch cool. Ich meine, ja. Hauptsache es ist warm und ich kenne das ja ein bisschen, darf ich das sagen. Swagman von Helikontext, den habe ich gerne draußen. Ja. Und wenn du den anhast, dann denkst du erst, ja, ist schon schön. Aber wenn du den ausziehst, merkst du erst, was der Unterschied ausmacht. Ja. Also es macht auf jeden Fall Sinn. Das macht viel Sinn und da macht eben die Kunstfaser auch wieder viel Sinn. Ja. Weil das Ding einfach unempfindlich ist gegen Feuchtigkeit. Naja, und schwer ist er auch nicht und top Sache. Ja, was auch immer ein Thema ist, ist das Verstauen der Ausrüstung. Ich habe halt sehr gerne eine Sitz-Isomatte, also eine kurzgeschnittene Matte. Das ist jetzt die Luxusausführung für zwei. Gibt es auch noch in kurz. Also eine Fußmatte unter die Hängematte finde ich jetzt immer eine super angenehme Geschichte. Mhm. Weil man dann eben einfach die Schuhe ausziehen kann und mit den Socken trocken und warm steht. Und was man sich eben auch überlegen muss, ist, wie man sein Gepäck trocken verstaut. Da gibt es eben schöne Lösungen, wie hier zum Beispiel von Ortlieb. Ja, komplett wasserdichtes Zeug. Das ist jetzt der ganz neue A-Track. Super geiles Konzept. Da hast du eine komplett wasserdichte Tasche mit einem ordentlichen Hüftgurt dran. Mhm. Das ist jetzt die 35 Liter Variante. Und das Ding ist halt komplett wasserdicht. Das heißt, den schmeiße ich drunter. Völlig egal, wie der Untergrund ist. Optimal. Und ich komme hier super an mein Zeug ran. Ja, und brauchst keinen Packsack extra. Genau. Hast keinen Stress. Ja, gut. Interessante Sache. Yes. Kann man ja auch mal zeigen. Sieht hier so aus. Wunderbar. Schöne Sache. Ja, Svenny, vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Hat Spaß gemacht und zwar auch wieder sehr interessant hier. So für mich auch immer wieder was Neues von jemandem zu sehen, der das halt auch wirklich richtig macht und sich da auskennt. Großartig. Sehr gerne. Dann, wunderbar. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen gefallen und ihr konntet den ein oder anderen Tipp übernehmen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier draußen wieder. Hoffentlich im Schnee noch, im Wald, in der Natur, auf meinem Kanal. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Servus, ciao. Ciao.